Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt Ereignisse, da wäre ich gerne dabei gewesen. Sehr gerne. Dazu gehört zum Beispiel der Tag, als Bob Dylan seine Gitarre an den Verstärker bei Newport angeschlossen hatte und elektrisch spielte. Der Tag, als Pink Floyd The Wall in Dortmund aufhörte. Und jetzt, als Kate Bush zu ihren Konzerten nach London rief. Innerhalb von wenigen Minuten waren die 22 Konzerte der großen alten Dame der britischen Popmusik im Hammersmith ausverkauft. Ich bekam keine Karte, leider. Aber jetzt bekam ich, ja, das Dreifachalbum der Konzerte mit dem Titel Before the Dawn. Hier ist das Ding. Ich hörte die ersten Takte und schon wieder ärgerte ich mich. Ich ärgerte mich, dass ich damals nicht schneller gewesen war und mir eine der ja, raren Konzertkarten gekauft hatte. Before the Dawn ist der Mitschnitt der Gesamtperformance von Kate Bush, aber leider, leider, leider nur die Audioversion. Ich hätte gerne die komplette Aufführung gesehen. Eine Blu-ray-Version der Aufführung ist derzeit nicht in Sicht. Und so bleibt uns Fans nur dieses Dreifachalbum. Klassische Fotos oder YouTube-Videos von der Aufführung gibt es in der Regel nicht oder kaum, denn die Künstlerin bat, bei dem Konzert Aufnahmen zu unterlassen und viele haben sich dran gehalten und außerdem die Rechtsanwälte von Kate Bush verstehen zudem keinen Spaß. Also saß ich jetzt in meinem Musikzimmer, hab den Kopfhörer auf und versuchte, Before the Dawn zu genießen. Ich hörte die Kompositionen. Aber ich vermisste die Bilder. Bei vielen Konzerten brauche ich keine Bilder. Denn es gibt nichts außer ein bisschen Rumgehoppel, Tanz und Lightshow. Nicht so bei Kate Bush, die eine künstlerische Gesamtperformance ablieferte. Für mich die Idee der Konzeptalben der 70er Jahre wie Lamb Lay Down on Broadway von Genesis und so weiter ins 21. Jahrhundert übertragen. Zur Platte selbst. In manchen Kritiken habe ich gelesen, dass der Klang zu dumpf ist. Ich merke davon nicht viel. Vielleicht sind meine Ohren schlecht oder meine Anlage gibt nicht genug Wumms her, aber wie gesagt, das ist für mich zu ertragen. Etwas traurig bin ich allerdings, dass der Kate Bush ihre musikalische Frühphase mit diesem Album übersprungen hat. Vielleicht oder wahrscheinlich klappen die hohen Töne nicht mehr und bevor es peinlich wird, kamen Sachen wie Wuthering Heights oder Babushka nicht mehr zum Einsatz. Die Songs starten mit der ersten CD und 7 Songs davon stammen von dem Album Hounds of Love, das ja relativ erfolgreich war. Was heißt relativ? Es war erfolgreich. Running on the Hill, Hounds of Love. The Seasonal World kam einige Sachen und ja, stutzig wurde ich beim Start der zweiten CD mit einem Monolog, der relativ lang war, The Astronomer's Call, gesprochen von Kevin Doyle. Und dann, ja, läuft die gesamte Nine-Wave-Suite vom Album House of Love ab. Weiter geht es dann mit der dritten CD, A Sky of Honey, auch wieder eine Suite vom zweiten Teil ihrer Areal-CD. Und es gibt einen komplett neuen Song, Tavney Moon. Dieser wird sehr, sehr schön interpretiert von Kate Bushs Sohn Albert McIntosh. Ja, also die Songs, eher neuere Songs, jüngere Songs. Das Album endet beispielsweise mit Songs von 50 Words for Snow und natürlich der Klassiker Cloud Busting. Ich muss zugeben, also wie man hier die Bilder sieht, das ist übrigens Wahnsinn, was da an Performance geboten wurde. Das Album geht nicht sofort ins Ohr. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, die CDs nebenbei zu hören und da wurde ich sofort bestraft. Kate Bush fordert Aufmerksamkeit ein und so brauchte ich eine Rückzugsmöglichkeit, um die Sache in Ruhe, wirklich in Ruhe anzuhören. Kopfhörer auf und Musik an. Before the Dawn ist gewaltig und spült einen hinweg. Das liegt an der Qualität der Songs und das liegt natürlich auch an der Qualität der Musiker.
Kate Bush hat hier eine ganze Reihe von Musikanten an den Start gebracht. Hier ist ein schönes Bild davon, die bei vielen Leuten gespielt haben, bei Pink Floyd, bei Peter Gabriel, selbst bei Michael Jackson, bei Sting, bei Daft Punk, Madonna, Dire Straits, David Bowie und Bryan Ferry. Also die Leute verstehen ihr Handwerk. Und Kate Bush kann sich auf diese Leute, auf diese Profis verlassen. Sie kann sich damit auf ihre Show konzentrieren. Und wie gesagt, ich hoffe jetzt schwer, ich blätter mal hier dieses Booklet durch, ich hoffe jetzt schwer, dass irgendwann doch mal die CDs oder diese Blu-rays oder zum DVDs rauskommen. Es wurde ja mitgefilmt, wurde gesagt, aber wie gesagt, von einer Veröffentlichung eines Filmmaterials ist derzeit noch nichts in Sicht, aber ich hoffe wirklich sehr, Frau Busch, bitte, bitte, bitte bringen Sie uns auch visuelles Material. Die Musik alleine ist sehr, sehr gut, aber wie gesagt, man verlangt nach Bildern. Man verlangt hier nach Bildern und ich will hier die Bilder sehen, aber die Musik selber ist phänomenal und das Warten hat sich gelohnt und jetzt, ja, höre ich wieder ein bisschen Musik. Danke und bis zum nächsten Mal.